Okay, wisst ihr, was den kleinen, aber feinen Unterschied macht zwischen einem gut aussehenden Menschen und einem besser aussehenden Menschen? Richtig, eine Gerte. Vergiss die elendig langen Floskeln beim Bewerbungsschreiben. Öffne den Satz einfach mit: sehr geehrte Damen und Herren, ich habe eine Gerte. Willkommen im Team. Und um euch diese Style Points zu verschaffen, habe ich hier eine Waffe gefunden, bei dem jeder Riese in Elden Ring sein Date für euch versetzt. Die Rede ist logischerweise vom Urumi. Klingt nach etwas, was man normalerweise auf einer Sushi-Karte lesen würde, ist aber in Wirklichkeit ein Schwert und halb Peitsche. Bekommt tut man das Ding übrigens auf ähnlicher Strecke wie vom Schwert der Nacht und Flamme, nur dass wir die erste Abbiegung nicht nehmen. Wir laufen also los, ignorieren die spawnenden Paranormal Activity Darsteller und folgen dem Weg bis zur Treppe, bei der wir rechts von der Klippe springen und sterben. Nachdem ihr aber herausgefunden habt, dass Sterben nicht der richtige Weg ist, nehmt ihr einfach die Frontseite und balanciert euch dort besser runter als eine skandinavische Bergziege. Ich weiß, der Drang ist groß, morgen könnte die Gerte schon weg sein, aber beim letzten Sprung ohne Anlauf ist Fingerspitzengefühl der Schlüssel zum Erfolg. Fingerspitzengefühl haben sich die auf euch wartenden Gegner auch gedacht, aber mit gekonnten Dying Light Parkour-Manövern kommt ihr an ihnen vorbei und erhaltet den Schlüssel zum lebenslangen Reichtum. Und da ich noch Pluspunkte bei euch sammeln möchte, habe ich Gerte auf 12 geupgradet, sie mit der Macht Gottes getränkt und habe diesem Ritter gezeigt, dass er Gerte nur von mir bekommt, wenn er Gerte aus meinen toten kalten Händen entfernt. Jedenfalls ja. Wisst ihr, was ihr mir nicht aus meinen toten kalten Händen entfernen müsstet? Richtig, der Abo-Button unter diesem Video. Also falls du super cool bist, würde ich mich riesig freuen, wenn du den Ich trage unfassbare Coolness in mir Button drückst. Somit bleibst du auf dem Laufenden zu News, Reviews, Previews, zu releasenden Spielen und außerdem würdest du mir eine unfassbar dicke Freude machen. Dir ansonsten noch einen unfassbar wunderschönen Tag. Fühl dich gedrückt und hoffentlich bis bald.